Was geht? Corey hier. Willkommen bei Einfach Bibel lesen. Die Serie, wo wir einfach Bibel lesen, wo ich euch zeige, wie man einfach Bibel liest. Und wir lesen einfach die Bibel jetzt. Wir haben bis jetzt Markus 1 und 2 und Markus 3, 1 bis 12 durchgelesen und herausgefunden, dass Jesus ein anderes Verständnis von dem Sabbat hat. Sagen wir mal so, dass er es besser versteht, nach meiner Meinung. Und dass wir sehen auch, dass die Juden, die Pharisäer, die Gegner von Jesus, dass sie davon nichts hören wollen. Das Einzige, was sie machen wollen, ist, Jesus umzubringen. Und da sind wir jetzt gerade und wir lesen weiter ab Vers 13. Später stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm. Er wählte 12 von ihnen aus, die ihn ständig begleiten sollten, und nannte sie Apostel. Er wollte sie aussenden, damit sie predigen und mit Vollmacht Dämonen austreiben. Und das sind die Namen der 12, die er wählte. Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, ihnen gab er den Beinamen Donnersöhne. Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddäus, Simon, der Zelot und Judas Iskariot, der ihn später verriet. Spoiler Alert. Yes! Kurze Zusammenfassung von dem, was hier geschrieben ist. Jesus hat offiziell jetzt die 12 Apostel, seine 12 Jünger, auserwählt. Von manchen haben wir schon einiges gehört. Wir wissen, dass Simon und Andreas Fischer waren. Wir wissen, dass Jakobus und Johannes, sie ebenfalls Fischer waren. Und wir kennen noch den Matthäus, der Zolleinnehmer war. Und natürlich werden wir, und das wissen wir ja auch so ein bisschen, falls wir irgendwann mal irgendwas von der Bibel gehört haben, kennen wir natürlich auch den Judas Iskariot, der später Jesus verraten wird. Aber was ich aus dieser Stelle sehe, ist einfach nur, die Jünger haben nicht Jesus auserwählt. Und das ist eine große Sache, die wir später im Laufe unseres Bibelstudiums, im Laufe des unserer Christheits lernen werden, ist nicht, wir haben Jesus auserwählt. Als erstes kam die Seite von Gott. Und wir sehen hier auch Jesus in Vers 14. Er wählte die 12. Und ich finde es einfach sehr schön zu sehen, dass Gott uns schon auserwählt hat. Dass Gott von seiner Seite schon gesagt haben, die sind es wert. Die haben ein offenes Herz, nicht so wie die Pharisäer, die ein verschlossenes Herz haben, sondern die 12 hier haben ein offenes Herz, also klar, Judas. Aber diese möchte ich gebrauchen, um was zu tun, um zu predigen, um mit Vollmacht Dämonen auszutreiben. Viele sagen immer, oder viele meinen immer, ach, das ist auch unsere Aufgabe. Aber das stimmt nicht. Das ist erstmal gar nicht unsere Aufgabe. Nur weil wir das hier in Markus 3 lesen, können wir nicht alles, was wir dort lesen, auf uns anwenden. Denn wir sind jetzt gerade, wo wir lesen, in der Zeit von Jesus und der Berufung der 12 Apostel. Und diese Aufgabe, die die Apostel bekommen haben, das Predigen der frohen Botschaft und das Dämonen austreiben, können wir nicht einfach so auf uns anwenden, weil später haben sie wieder andere Aufträge und dann können wir nicht sagen, ah, jetzt haben wir diesen Auftrag und dann haben wir diesen Auftrag und diesen Auftrag. Nein, wir können jetzt gerade nicht einfach alles auf uns setzen. Das ist halt das Ding, was wir auch lernen müssen, weil wir gerne uns immer hineinversetzen in jede Situation. So ist es auch im Alten Testament, keine Ahnung, wenn wir Daniel lesen oder sowas und er wird in den Feuerofen geworfen und mit ihm passiert nichts und dann sagen wir, ja, mit uns könnte auch nichts passieren, aber wir,
wir können nicht immer einfach nur, weil irgendeine Stelle in der Bibel gerade irgendwas Motivierendes sagt, können wir das auf uns anwenden. Natürlich im tieferen Sinne ja schon irgendwo manchmal, aber wir machen das meistens voreilig, ohne wirklich drüber nachzudenken, was diese Stelle bedeutet. Aber wir sehen hier einfach, Jesus wählt die 12 aus und diese 12 sind dafür berufen, zu predigen und Dämonen auszutreiben. Yes, dann, wie gesagt, immer wieder, falls ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Klar, ich kann sie nicht jetzt beantworten, weil ich noch nicht weiß, was ihr geschrieben habt, aber ich kann sie ja nachträglich beantworten und deshalb, ja, fühlt euch frei, unten in die Kommentare Fragen und Anmerkungen. Auch wenn ihr einfach nur sagt, hey, Amen, das so sehe ich es auch, gerne auch in die Kommentare schreiben, das hilft mir auf jeden Fall, ja, dran zu bleiben. Lesen wir weiter. Vers 20. Als Jesus in das Haus zurückkehrte, in dem er wohnte, kamen wieder so viele Menschen zu ihm, dass er und seine Jünger nicht einmal Zeit fanden zu essen. Als seine Familie davon hörte, wollten sie ihn zu sich nach Hause holen. Er hat den Verstand verloren, meinten sie. Doch die Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren, erklärten, er ist vom Satan, der oberste Dämonen, besessen. Daher hat er die Macht, Dämonen auszutreiben. Jesus aber rief sie zu sich und erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Wie kann denn der Satan den Satan austreiben? Fragte er. Ein Königreich, das mit sich selbst im Krieg liegt, wird fallen. Ein Haus, das in sich selbst zerstritten ist, wird untergehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst kämpft, wie kann er dann bestehen? Er würde niemals überleben. Lasst es mich euch so erklären. Man kann nicht in das Haus eines starken Mannes eindringen und ihn berauben, ohne ihn zuerst zu fesseln. Erst dann kann man sein Haus ausrauben. Ich versichere euch, jede Sünde kann dem Menschen vergeben werden, auch jede Gotteslästerung. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben werden. Diese Sünde währt ewig. Das sagte er zu ihnen, weil sie behaupteten, er habe einen bösen Geist. Wieder fassen wir zusammen. Jesus ging nach Hause und wieder alle kamen um ihn herum, sodass sie nicht mal anfangen konnten zu essen, was nervt, weil manchmal hat man Hunger und dann will man was essen. Und eine Sekunde. Und wir sehen auch, dass weil Jesus jetzt angegriffen wird, also von den Pharisäern und jetzt wahrscheinlich auch angeklagt wird oder die das Ziel haben, ihn umzubringen, kam seine Familie und haben auch gesagt, hey, Nein, passt schon, der ist einfach nur ein bisschen Guckuck im Kopf, der ist ein bisschen verrückt. Er hat den Verstand verloren, also die wollten ihn, glaube ich, ein bisschen retten, einfach nur helfen. Ey, alles ist gut, so lasst ihn, der ist ein bisschen verrückt. Das ist schon ein bisschen schade, wenn deine Familie das über dich sagt und einfach nicht glaubt, was du sagst. Aber es ist, glaube ich, auch sehr schwer zu verstehen, dass dein Sohn, dein Bruder Gott selber ist. Also man kann es schon ein bisschen nachvollziehen. Und dann sehen wir nochmal, dass die Schriftgelehrten kommen und sagen, hey, du, hier, sehen wir es. Er ist vom Satan. Das heißt, sie haben Jesus beleidigt und gesagt, er ist vom Satan, dem Obersten der Dämonen, besessen. Daher hat er die Macht, Dämonen auszutreiben. Und Jesus versucht zu erklären, wieso das, was sie sagen, einfach nur Schwachsinn ist. Also nur zusammenfassend, er sagt mit anderen Worten, wo ist der Sinn, wenn Satan gegen Satan kämpft? Wo ist der Sinn, wenn ein Reich, also wenn ein Haus in sich zusammen gegeneinander kämpft und streitet? Wo ist der Sinn, wenn jemand gegen sich selber kämpft? Wer gewinnt da am Ende? Niemand. Er würde runtergehen, er würde untergehen. Er sagt in 23,
Wie kann denn der Satan den Satan austreiben? Ein Königreich, das mit sich selbst im Krieg liegt, wird fallen. Das ist das, was er sagt. So ein Königreich, das mit sich selber kämpft, wird irgendwann untergehen. Also macht es doch gar keinen Sinn, dass der Satan jetzt in die Welt kommt und sagt, hey, ich treibe alle Dämonen aus. Und das ist das, was Jesus hier erklärt. Und dann sagt er noch eine krassere Sache, andere, weitere krasse Sache. Erstens, jede Sünde kann vergeben werden. Auch Gotteslästerung. Also wenn du was gegen Gott sagst, Gott vergibt dir. Aber in 29, wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben. Diese Sünde währt ewig. Und das sagte er ihnen, weil sie behaupten, dass er einen bösen Geist hat. Was bedeutet das? Was können wir darüber sagen? Also der erste Teil, dass klar, es macht keinen Sinn, dass Satan gegen Satan kämpft, das verstehen wir, glaube ich. Aber was ist das, was er dann noch sagt? Jesus geht weiter und spricht davon, dass man ein Haus nicht ausrauben kann, wenn man nicht vorher den Mann des Hauses fesselt. Und zwar in 27. Man kann nicht in das Haus eines starken Mannes eindringen, was wichtig ist, starken Mannes, eindringen und ihn berauben, ohne ihn zuerst zu fesseln. Erst dann kann man sein Haus ausrauben. Was bedeutet das? Was glaubt ihr, was das bedeutet? Vielleicht macht ihr mal Stopp und schreibt unten in die Kommentare einfach nur, was ihr gerade denkt. So, was könnte das bedeuten? Und wenn ihr jetzt zurück seid, wir sehen, es geht hier nicht um Ausrauben. Jesus möchte niemanden ausrauben. Aber ich muss ein paar Sachen vorgreifen, die ich halt einfach weiß. Der Herr dieser Welt, der diese Welt hier beherrscht, ist nicht Gott. Also Gott ist natürlich noch drüber hinaus. Aber wir lesen, dass der Herrscher dieser Welt der Satan ist. Und wir sehen, wenn Jesus also sagt, man kann nicht in das Haus eines starken Mannes eindringen, meint er damit, Jesus kann nicht hier auf diese Erde, also er kann nicht auf diese Erde kommen und sagen, hey, ich rette euch alle oder ich raube dieses Haus hier aus, und das ist das, was er damit meint, also ich raube dieses Haus hier aus, ich kann nicht einfach diese Menschen hier alle retten, bevor ich nicht den starken Mann dieses Hauses, also den Satan, fessel. Also auf jede individuelle Dämonenaustreibung. Ich kann diesen Menschen nicht retten, bevor ich nicht den Dämonen ausgetrieben habe, den gefesselt habe. Und was wir hier auch sehen, ist das Wort starker. Das Haus eines Mannes, eines starken Mannes. Und es zeigt einfach nur, dass Jesus den Satan nicht unterschätzt. Klar ist Jesus viel stärker. Aber der Satan ist nicht schwach. Der Satan ist nicht irgendjemand. Weil sonst würde die ganze Welt ja nicht von Satan beherrscht werden. Dann hätte Satan ja nicht so viel Macht über alle Menschen, über die Medien, über die Musik, über die Menschen, über die Celebrities, über jeden einzelnen Menschen hätte er nicht so viel Macht, wenn er kein starker, mächtiger Mann ist in dieser Welt. Dämon, wie auch immer. Gefallener Engel. Also zeigt Jesus, ey, das ist zwar ein starker Mann, aber ich bin gekommen, ich fessel diesen Mann, ich fessel den Satan, so dass er keine Macht mehr über diesen Menschen hat. Und das ist das, und das ist super, 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 super weit schon aufgenommen, aber so ist es mit uns auch. Wenn wir Jesus angenommen haben, hat der Satan keine Macht mehr über uns. Er hat ihn gefesselt. Er hat ihn gefesselt. Für uns ist der Satan schwach, weil wir wissen, wo wir hingehen sollen, wenn der Satan kommt. Wir gehen einfach zum Herrn, wir gehen zum Vater. Darum hat er keine Chance. Er hat keine Chance gegen uns, die wir gerettet sind. Aber bevor du gerettet bist, muss er noch gefesselt werden, muss er
vom Herrn gefesselt werden. Und das ist der Satz, den wir hier lesen. Ganz tief. Keine Ahnung, ob das schon zu tief ist. Aber anders könnte ich diese Stelle einfach nicht erklären. Einfach drüber springen wollte ich auch nicht. Genau, und dann gehen wir aber weiter. Noch eine Sache, und das ist eine sehr, sehr schwierige Stelle, und ich werde sie einfach nur so erklären, wie ich glaube, dass sie gemeint ist. Und zwar klar, das Erste verstehen wir, jede Sünde kann vergeben werden. Das ist, glaube ich, ganz simpel. Und das ist ja das Coole und das ist das Schöne, dass wir immer denken, ich habe das und das und das und das getan, Jesus, Gott kann mir niemals vergeben. Das ist aber eine Lüge. Gott vergibt alles, alles, was wir gemacht haben. Aber eine Sache ist ewig. Und zwar die Sünde des Heiligen Geistes. Und es ist schwer herauszufinden, was das bedeutet. Aber ich erkläre es einfach so. Das ist vielleicht nicht die beste Erklärung und es ist sicherlich nicht die beste Erklärung. Es ist eine Erklärung, mit der wir jetzt umgehen müssen, bis wir etwas Tieferes herausfinden. Aber das, was ich immer geglaubt habe, als ich die Stelle gelesen habe, es ist eher eine Herzenssache. Weil es geht ja die ganze Zeit darum gerade, dass deren Herz versteinert ist, dass deren Herz nicht mehr offen ist und dass sie Jesus schon töten wollen, dass sie das schon in ihrem Herzen fest verankert haben und dass sie sich eigentlich schon entschieden haben. Sie haben sich entschieden, hey, wir wollen Jesus nicht glauben. Und obwohl sie geschmeckt haben vom Heiligen Geist, obwohl sie von Gott die Erkenntnis geschmeckt haben, obwohl sie schon dran waren, weil sie waren ja, sie haben, sagen ja, sie glauben an Gott, sie wollen die Gebote halten und sie wollen den Weg gehen, aber sie haben sich trotzdem, obwohl sie erkannt haben, dagegen entschieden. Obwohl sie erkannt haben, hey, das macht doch Sinn, was Jesus sagt, haben sie sich dagegen entschieden. Und diese Entscheidung gegen Gott, gegen den Heiligen Geist, gegen die Rettung, obwohl du erkannt hast, dass es die Wahrheit ist. Ich glaube, das ist die Lästerung des Heiligen Geistes. Aber ich glaube, da müsste man nochmal ein extra Thema drüber machen. Es kommt nicht so häufig vor, deshalb ist es schwer herauszufinden und viele Theologen haben unterschiedliche Meinungen. Aber das Ding ist, ich hatte nämlich schon mal jemanden, der Angst hatte, dass er diese Sünde schon begangen hat. Aber ich glaube, an dem Punkt, wo du Reue zeigst, an dem du sagst, hey, ich habe Angst oder ich bereue oder ich möchte nicht diese Sünde gehabt haben oder ich möchte nicht, ich glaube, an dem Punkt kannst du nicht diese Sünde gemacht haben. Ich glaube, wenn du diese Sünde getan hast, wenn du den Heiligen Geist gelästert hast oder wenn du den Heiligen Geist gelästert hast, dann bin ich mir sicher, dass dir das egal ist oder dass du dich auch wirklich dafür entschieden hast. Und ja, deshalb möchte ich euch da ermutigen, nicht auf diese Sünde zu fokussieren, weil ich denke nicht, dass wir sie einfach so bewusst machen, sondern das ist wirklich eine Herzensentscheidung und das ist nicht einfach nur aus Versehen mal passiert. Und für die anderen und für die anderen Sünden, Jesus vergibt alles. Gott hat alles vergeben. Gott ist schon am Kreuz für diese Sünde, die du irgendwann tust oder mal getan hast, ist gestorben. Und das Einzige, was du tun musst, ist Buße tun, Jesus annehmen und dann bist du gerettet. Und dann wirst du ein neuer Mensch und wirst ins Positive verändert. Aber ja, das war's für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was helfen. Klar, es gibt immer mal Sachen, die ich nicht ganz gut erklären kann oder ansprechen kann. Falls ihr da Fragen habt oder falls ich Sachen rausgelassen habe, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wir sehen uns dann die nächste Woche wieder. Dann geht's weiter, beenden wir Kapitel 3. Und ja, dann bis dahin. Corey hier, ihr da. Alles klar.